Draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on. Hey zusammen und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Das wird hier mehr oder weniger wieder ein ganz normaler Vlog, aber mit dem Fokus halt auf dem, was ich so esse, Meal Preppe und was weiß ich nicht. Ich habe gestern, frag mich warum, ich hatte irgendwie Bock, einen Hokkaido-Kürbis gekauft und der muss jetzt natürlich verkocht werden. Ich soll jetzt nachher gleich in die Uni und danach fahre ich abends zu Paul und das heißt, dass ich im Zug später essen möchte und werde. Und da kommt er hier dann ins Spiel. Genau, deswegen muss ich das jetzt vorbereiten. Deswegen fangen wir jetzt an mit dem Rezept. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und was noch? Ganz viel Inspiration. Okay, Freunde, ganz kurzer Taste-Test. Bin gespannt, wie das auch mit dem Walnussmus schmeckt. Mmh. Das Walnussmus ist richtig lecker. Das hier wird jetzt nicht weiter gegessen. Den Rest, den ich gemacht habe, der kommt jetzt hier noch rein, damit ich nachher auch ordentlich satt werde. Und dann wird es jetzt auch gleich schon zur Uni gehen. Ich packe nur schnell meinen Koffer und muss ich auch schon los. Also sollte ich mich vielleicht beeilen. Bevor ich jetzt auch wirklich losgehe, ich habe mir vorgenommen, auch fürs neue Jahr jetzt, mehr Wasser zu trinken. Das ist eine Sache, die ich eigentlich gut umsetzen könnte, sollte, möchte. Deshalb hier der kleine Tipp sozusagen. Ich habe jetzt einfach eine Wasserflasche wieder aufgefüllt. Ich habe mir diese Dinger hier gekauft. Ich weiß, das ist nicht extra dafür, dass man sein Wasser süßt. Aber ich finde die Dinger so geil, gerade das mit Eisen, wenn man seine Tage hat und so. Da steht auch extra drauf, dass man nur eine am Tag nehmen soll. Aber ich nehme halt nicht mal eine ganze. Guck mal, hier ist sogar noch eine halbe drin. Ja doch, ja, seht ihr. Ich werde jetzt einfach in hier so einen halben Liter rein. Und ich trinke dadurch ein bisschen mehr. Ab und zu ist es schon ziemlich nice, einfach mal kein Wasser zu trinken, sondern halt was mit Geschmack. Und probiert es ruhig mal aus. Ich finde es super. Und jetzt muss ich wirklich meinen Koffer packen und los. Nach dem Kofferpacken ging es dann los zur Uni und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich echt gut an den Rhythmus und an den Alltag gewöhnt, auch dass ich ja ganz gut mit den Infos und so weiter zurechtkomme. Also es ist wirklich, glaube ich, eine Frage der Zeit. Danach bin ich abends dann noch zu Paul nach Lüneburg gefahren und dann sind wir morgens tatsächlich um 17:45 los ins Gym. Keine Sorge, ich werde jetzt hier keine Gym-Maus und krassen Gym-Content produzieren, aber es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin generell jemand, der eher ja auf Ausdauer ist, also ich möchte ja eher lange laufen, aber so ein, zweimal war ich jetzt auch schon mit dabei, als die beiden morgens so früh unterwegs waren und es tut mir echt gut, muss ich sagen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen stärker. Und so früh morgens sind jetzt auch noch gar nicht so viele Menschen da. Das heißt, ja, es ist irgendwie ein bisschen ruhiger und auch entspannter. Das Stretchen danach ist irgendwie mein Favorite Part, weil ich ja gefühlt dann so ein bisschen Yoga für mich machen kann.
Und man wird halt auch mit dem Sonnenaufgang belohnt. Also, ja, ich fand's ganz gut, muss ich sagen. Danach gab's dann ein zweites Frühstück, davor hatten wir kurz Porridge. Und dann wollte ich euch diesen Aufstrich hier empfehlen. Ich glaube, der ist von Edeka. Der hat richtig lecker geschmeckt. Am Vormittag war dann tatsächlich die Sonne da und Leute, ich habe es so genossen. Es tat so gut. Ich glaube, ich habe mindestens 3 Leute gesehen, die auch so wie ich da in der Sonne standen. Ich bin dann also in die Innenstadt zu einem richtig süßen Café in Lüneburg und habe mich mit einer Freundin getroffen. Das tat richtig gut. Auch bei dem Wetter sind wir danach noch ein bisschen spazieren gegangen. Also falls ihr mal dahin wollt, auch sehr große Empfehlung. Also Leute, eigentlich sollte ich jetzt auf dem Weg nach Hamburg sein. Also eigentlich sollte ich schon da sein. Ich war auch schon im Zug. Ich war auch schon in Harburg, allerdings war dann irgendein Personenschaden zwischen Hamburg und Harburg, deswegen konnte ich nicht weiter und jetzt bin ich einfach wieder zurück nach Lüneburg gefahren. Und eigentlich wollte ich auch ein fancy Essen mit euch zaubern. Daraus wird jetzt also eine andere Geschichte, denn wir machen Reis mit Gemüse. Das Ganze soll ja real bleiben hier und das ist nun mal die Realität, deswegen kochen wir jetzt mit dem, was ich hier in der Küche von den Jungs finde. Wir sind gespannt. Mal sehen, was draus wird. Am Ende wird es bestimmt lecker. Sagen. Ich habe jetzt hier natürlich geguckt, was Paul da hatte, weil ich auch keine Lust hatte, jetzt nochmal irgendwie zu Penny zu laufen, weil ich schon echt Hunger hatte. Und wenn ich Hänguli werde, das möchte hier keiner. Dementsprechend habe ich hier was gezaubert. Das will ich einmal kurz hier hinstellen. Ich habe natürlich auch mein Stativ nicht dabei. So. Mmh. Super lecker. Auch mit dem Tofu richtig gut. Wow. Auch dass der Reis so angebraten ist, ist sehr lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Naja, also das ist jetzt hier mein Girl-Dinner gewesen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Lektüre lesen. Und dann morgen früh um 6:30 im Zug sitzen nach Hamburg. Hoffentlich dann ohne irgendeinen Zwischenfall. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Ja, ihr habt ja gesehen, dass ich heute Morgen dann früh in der Vorlesung war, beziehungsweise im Tutorium. Es war auch richtig gut, hat mir sehr gut getan, da dann auch wirklich hinzugehen. Ich hatte nämlich überlegt, das zu skippen, weil es halt so früh ist und ich dann halt so früh aufstehen musste. Aber es hat sich sehr gelohnt. Also Uni kann auch ziemlich nützlich sein. Ich sage nicht, dass es immer unnützlich ist, aber ich hatte schon einige Vorlesungen, wo ich dachte, warum bin ich überhaupt hier? Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Ich bin, wie gesagt, gerade nach Hause gekommen, habe erstmal meinen Koffer ausgepackt und meinen Schrank neu einsortiert. Ja, dann habe ich auch ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt würde ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit kochen. Denn eigentlich hatte ich ja angedacht, dass das hier so ein richtiges Koch-Session-Video-Inspo werden soll. Wurde es jetzt allerdings nicht, weil ich halt ja da nicht rechtzeitig nach Hause gekommen bin. Aber diese Inspo möchte ich euch noch mitgeben, denn ich mache Kürbissuppe. Der Gute da hinten muss ja noch ein bisschen aufgebraucht werden. Und ich glaube, ich werde so viel machen, dass ich halt jetzt was fürs Mittagessen habe. Und für heute Abend mache ich mir dann noch Nudeln und dann benutze ich die Suppe als Soße. Kann man nämlich auch sehr gut machen. Das ist jetzt der Plan. Ich bin so froh, dass es so schön, dass die Sonne so schön scheint. Es tut so gut, sein Gesicht in die Sonne zu halten. Ich soll nachher auch gleich noch mit einer Freundin spazieren gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, genau. Das ist jetzt so der Plan. Und jetzt würde ich sagen, machen wir zusammen Kürbissuppe. Thank you.
Wollen wir das natürlich final probieren. Das mit dem Orangensaft habe ich von meiner Mom. Es ist so, so lecker. Also frisch gepresster schmeckt jetzt auch gut da drinnen. Ich wollte halt keinen normalen O-Saft jetzt kaufen, weil den werde ich niemals alle kriegen. Denn der aus der Verpackung ist meistens noch ein bisschen saurer. Und das ist halt das, was wir hier drinnen wollen. Die war jetzt sehr süß, die Orange. Aber schmeckt trotzdem richtig, richtig gut. Und auch das mit dem Balsamico ist sehr nice. Meine Mom macht immer noch ein bisschen Chili ran. Also das könnt ihr auch gut machen. Ich hatte jetzt keine da, sonst hätte ich das sicherlich auch gemacht. Und das hier ist halt jetzt auch so eine perfekte Soßenbasis. Also es ist eine gute Soße. So, dann werde ich jetzt nachher gleich Nudeln machen und die dann halt später im Zug essen. Wenn wir nach Hause fahren. Oh, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich werde nächste Woche oder die nächsten Tage Rezepte machen, die sehr viel Protein beinhalten. Also vegane Proteine. Denn das ist das, wo ich immer ein bisschen gestruggelt habe, Rezepte zu finden, die halt vegan sind und proteinreich. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein Video darüber. Das wird also nächste Woche mein Plan. Schaltet auf jeden Fall dann ein. Ich hoffe auch, dass es dann nächste Woche online kommt, wenn nichts dazwischen kommt. Aber we will see. Aber da habt ihr schon mal eine kleine Vorstellung, was euch erwarten wird. Und jetzt werde ich das zu Ende essen, alles aufräumen, Sachen packen, mich mit Kalina treffen und dann nach Hause fahren. So.